Ja, willkommen. Ja, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einige Siedlungen, eigentlich nur eine Siedlung hier, für die Minutemen erobert. Und ja, mein Questmarker sagt mir, ich soll hier mit ihm sprechen. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon machen konnten, aber Was jetzt? freue ich mich Ich immer lasse es an. dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk Okay. dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Okay. Was? Ich habe Okay. Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Ich muss dich mal was fragen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Supermutanten haben eine Siedlung überfallen. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache ein Ende bereiten. Wieder so ein Trend, ne? Oh, ich habe noch, toll. Ich habe noch voll Müllklamotten bei mir. Merke ich gerade super. In meinen ganzen aufs. Was zum? Was war das? Ist ja gerade. Was? Da habe ich mir jetzt nicht eingebildet, oder? Ist da gerade ein Vogel durch mein Haus geflogen? Was? Also muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Irgendwann ist jetzt da gerade voll durchgeflogen, oder bin ich jetzt vollkommen ballerballer? So, wie gesagt, ich muss mir mal ein paar Waffen hier holen. Weil ich habe noch so Sachen, die ich normalerweise verkaufe. Der hier ist ehrlich gesagt ziemlich nützlich. Da habe ich ein paar Gude kaputt gekloppt. Ach nee, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe offscreen, glaube ich. Boah, ich muss so viele Sachen verkaufen. Das ganze Wasser habe ich hier von der Burg bekommen. Weil die haben da so einen Laden. Ein. Kann ich jetzt. Ja. Nee, gesamten Schrott habe ich noch. Ja. Die haben da so einen Arzt irgendwie. Und der tut irgendwie Geld generieren. Und das war dann alles in Dingens hier, in der. In der Werkstatt. Also da kommt das ganze Geld dann hin, wenn man hier so Läden hat. Ein Escher. Ich kann mal eine Minigun mitnehmen, ja. Plasmagewehr, ja, können wir auch mal probieren. Ich glaube, ich noch nicht hochgeballert, oder? Weiß ich gar nicht. Das sind aber viel zu große Waffen. So, sechs Waffen. Schwert wieder. Set. Wollen mal sehen, was ich alles für Sachen habe. Ja, drei. Na, ich habe nicht mehr so viel Munition. Das ist ein Problem. Da gehen wir mal so auf Dingens hier, auf Energiewaffen heute. MVP, ja. Und nur so eine halbwegs normale Waffe. Schrotgewehr ist leider nicht mehr so gut, aber nehmen wir mal. Das ist ja nicht gut. Dann warte mal, das ist gar nicht, was ich haben wollte. So. Wo ist Dingens hier? Die brauche ich eigentlich auch. So, versuchen wir mal damit irgendwie um die Runden zu kommen. So. Da. Da. So, nee, hier, das kommt da hin und das kommt da hin. So. Hauptsache Munition reicht. Gut. Haben wir das auch erledigt. So, dann zeige ich mal, was ich mein Sanctuary hier vorhab. Was hoffentlich so. Autsch. Haltet die Klappe! Ich habe in Sanctuary nämlich was vorbereitet. Und zwar habe ich. Wo geht das Viech ab? Und zwar habe ich hier so ein kleines Häuschen gebaut. Ganz vielen Betten. Verdammt. Und das
da sollen dann die Bürger hier leben. Und zwar habe ich vor, immer noch 10 Leute, schade. Und zwar habe ich vor, warte mal, ich glaube, ich habe noch gedingt, ne? Ja. Aber die wegen nichts, okay, ja, dann ist nicht schlimm. Mal einfach, aber einfach ja weg erstmal. Ich hätte nicht die ganze Zeit durcheinander komme, so. Ich habe so eine kleine Hütte gebaut. Mit Betten. Wo ich dann meine Leute pennen lassen werde. Weil ich habe dieses ich habe so ein Rekrutierungsfunksignal ja eingebaut. Also hat mehr Siedler hier hinkommen. Und das ist eine relativ große Siedlung. Hier werden ja hoffentlich ein paar mehr Leute passen. Und hier ist ja auch mehr Platz und so. Und dann will ich mal gucken, ob ich dann irgendwann doch mal diesen Perk nehme, womit ich Läden aufstellen kann. Und das funktioniert irgendwie so. Ich muss irgendwie Leute haben, die nichts zu tun haben in der Siedlung. Und nur die können dann auch Sachen kaufen. Und dadurch bekomme ich dann Geld. So wie ich das mitbekommen habe. Also Sanctuary soll hier sozusagen so eine Art Hauptstadt werden, wo alle möglichen Leute jetzt wohnen werden und Sachen kaufen und für mich Geld generieren. Ist noch in der Planung, das wird nicht in den nächsten, weiß ich nicht, 10 Parts oder so funktionieren, aber weiß ich nicht. 30, 40 Parts später oder so werden hier bestimmt schon ein paar Leute sein. Da kann ich dann irgendwie so Geld verdienen. So, und ich habe irgendwie eine Quest abgeschlossen. Und ich sehe gerade, ich habe mich wieder voll geheilt wegen meinem einen Perk, das mir automatisch KP wieder erstellt. Sehr geil. Ich habe hier so viele Sachen jetzt, ne? Ich möchte mit dem Minuteman erstmal weiterkommen. So, hier müssen wir zum Beispiel hin. Und ja. Gut, Warwick, da war man letztens, glaube ich, ne? Oder? Oder habe ich das immer noch nicht gemacht? Wo halt nochmal? Außenposten Simonja, das ist irgendwie am verdrehtsten da. Gehen wir mal hier hin. Dahin. Und, weiß ich nicht. Guck mal, was die für Probleme haben. Ich scheine ja irgendwelche Sachen abzuschließen, wo ich gar nichts für mache. Ne, Quatsch. Ich habe offscreen ja diesen einen, weiß nicht, da war so eine Zugstation, wo ganz viele Ghule waren. Da waren wir schon mal. Da habe ich mich mal irgendwann selbst in die Luft gejagt, weiß ich noch. Das ist mein Best-of. Und, ja. Da sind wieder Dingens gewesen, Ghule, und die habe ich dann nochmal platt gemacht, weil genau die exakt gleichen Gegner habe ich schon mal platt gemacht. Deswegen habe ich da einfach offscreen gemacht. Und, ja. Ich dachte, nee. What? Habe ich uns ein bisschen Zeit gespart und Screen. Hey, hallo. Wir stecken hier echt in Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du uns helfen. Ja, aber natürlich. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Es sind diese verdammten Grünhäute, die Supermutanten. Immer wenn ja, sie nehmen weiß. Alles mit, was sie fressen können. Ich kann aber uns auch mit Kreis die Dialoge überspringen. Wir können so nicht weiterleben. Ist manchmal irgendwie sehr amüsant, die Reaktion von meinem Charakter. Ich kümmere mich um diese Supermutanten. Versprochen, das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Schrottpalast. Okay, das ist... Nein, neuer Ort. Da gehen wir doch mal hin. Gut. Haben wir... Solange wir noch neue Orte erkunden, kann ich euch ein bisschen Zeit verschwenden. Und da hat irgendwas geflackert oder habe ich mir eingebildet? Und da sind Hunde. Bissiger Mischling. Boah, das gibt's doch nicht. Bob. Stuart Mac. Ach, das ist unser Geschütz. Geil. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Okay. Cool. 3D jetzt mal ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob mich das Licht die ganze Zeit blendet. So. Ist da irgendwas drin, ne? Habe ich nicht meinen Big Boy mitgenommen? Hat er ihn noch mitgenommen, oder? Scheint nicht.
Was? Ich hatte den doch, hä? Ach nee, ich habe den für für die Minigun hier ausgetauscht. So. Wenn ich mich nicht irre, ist doch hier mal so ein Roboter rausgekommen. Der hat sich da um die Leute von dem Vault gekümmert, oder? Ja. Ja, das weiß ich noch. Jetzt noch alles drunter und drüber gegangen. Wow, ist das hier windschief. So, und da waren wir noch nicht drin. Perfekt. Ich schätze mal, das Projekt, das ist jetzt schon 150 Parts lang. Und geschafft. Nehmen wir mal an, es werden noch weitere 150 Parts folgen. Mit 300 Parts tue ich mindestens rechnen, weil wir haben jetzt so. Ja, und jetzt wäre der Roboter da rausgekommen, ne? Ja, Munition, sehr gut. Ja, der Roboter ist aber schon tot, das weiß ich noch. Ha. So, und wir haben jetzt schon, glaube ich, so 100 Stunden und so gespielt. Irgendwo muss das doch stehen. Steht das nicht hier irgendwo? Nee, unter Daten, ne? Allgemein, entdeckte Orte, können wir auch mal reingucken irgendwann. Stunden gewartet, vergangene Tage. Und nicht Spielzeit. Ja, mit den Man Quest haben wir natürlich voll viel. Ich speichere mal und gucke, ob ich da die Spielzeit sehe. Bin irgendwie überrascht, dass das nicht da steht. So, hier zum Beispiel Quick Save. Gespielte Zeit, ja, gespielte Zeit steht da, super. 5 Tage. Da steht da nochmal 5 Tage, was? Nee, keine Ahnung, ich nehme mal an, wir haben schon 100 Stunden so offen. Wenn ich das so mit Tales of Hysteria vergleiche, wo wir auch schon, weiß nicht, über 100 Stunden bei 120 Parts haben. Weil da habe ich auch ein bisschen mehr Offscreen gemacht. So, und da ich jedes bei Fester Spiel bis jetzt so 200 Stunden lang gespielt habe, also Fallout 3, Elder Scrolls 5, New Vegas jetzt nicht, aber auf mehrere Spielstände, glaube ich, verteilt. Also ich habe auf jeden Fall jeden Spielstand, den ich immer angelegt habe, immer so bis zu 200 Stunden gespielt und selbst dann habe ich noch nicht mal alles erkundet, also weil ich 300 Stunden sind auf jeden Fall, 300 Parts sind auf jeden Fall drin, ne? Bis jetzt wird es auch nicht langweilig. So ist das ja nicht. Vor allem irgendwann werden wir sowieso stärker und haben alle möglichen Sachen, alle möglichen Waffen. Damit alles ein Kinderspiel. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn ich halt abzieht. Da haben wir jetzt hier mal einen Überblick hier verschaffen. Ja, Experiment Dingenskirchen. Oh, du bist ein MG-Plasma-Gewehr. Sagt das doch. Bringt aber leider nichts, weil die voll Möhre Schaden machen. So, verballern wir mal ein bisschen Munition hiervon. Boah. Ah, Feuerschaden macht das. Na super, bringt aber nichts. Ja, geile Waffen, die ich ausgesucht habe. Mit den MVP aus. Muss auch jetzt ausgerechnet so ein blöder Meister kommen, ne? Ich komme hier nicht hoch. Man muss jetzt ausgerechnet so ein Supermutanten Meister kommen. Boah. Sind viel zu stark, die Typen. Hätte ich mal meinen Big Boy mitgenommen. Kriegsfürst, was? Oh, super. Oh, ich habe echt beschissene Waffen mitgenommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Was? Also echt mit dem Big Boy wiederkommen. McCready, du haust dich schon kaputt, ne? Okay. Aus wie ein strategischer Rückzug, den wir hier anlegen können. So, verfolgt mich mal hier bitte. Ich mag mich die Typen hier die ganze Zeit treffen. Hopp.
Supermutantenmeister, Kriegsfürst, da ist bestimmt hier die Overlord-Version von Fallout 4. Supermutanten-Overlords, das waren die schlimmsten Gegner aller Zeiten. Fallout 3 gab es, weiß ich nicht. Gab es eigentlich immer eine normale Version, dann so ein kleines bisschen verbesserte Version, dann noch ein bisschen stärkere Version und dann vollkommen übertrieben starke Version von Gegnern. Und ja, Supermutanten-Overlords, ich habe ja nur die englische Version gespielt, waren so die stärksten Supermutanten. Dann gab es noch, weiß ich nicht, Supergul, Reaver, Feralgul, Reaver meine ich, also wilde Ghoul, Reavers. So, ich muss nochmal zurück, weil das geht so nicht. Wenn mich solche Gegner erwarten, dann wird schon größere Geschütze holen. Vor allem jetzt sind die ganzen Waffen nur Kacke, aber wenn ich irgendwie so Sachen skillen würde, wie wenn ich schwere Klasse, schwere Waffenmeisterung oder irgendwie sowas, dann würde ich voll viel abziehen eigentlich. Ja, mache ich ja nicht. Würde ich ja noch mehr Schaden mit meinem Big Buy abziehen. Durch garantiert alles mit einem Schlag erledigen. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr langweilig, was ich jetzt hier mache, aber muss ja noch irgendwie die anderen 150 Parts füllen und die brauchen auch schon wieder LFA, sag mal. Nein, meine Main Six sind jetzt, boah, wer macht das immer? Meine Zeitschriften, die sind auch irgendwie dauernd durcheinander. Ich glaube, das sind meine ganzen Gefährten. Und der muss sich natürlich wieder hinsetzen. Alter Mann, ey. So. Ich könnte den Big Boy sogar noch mitnehmen, oder? Ja, fast. Warum bin ich denn so wenig? Normalerweise natürlich doch ein bisschen mehr wiegen, oder? So. Der bringt es im Moment nicht so. Irgendwie wirklich voll wenig. Irgendwas habe ich vergessen, oder? Nehme ich alles an, ja. So. Aber irgendwie schwachsinnig. Ich gehe irgendwie zum Gebiet hin. Genau das will ich ehrlich gesagt nicht machen. Dann sehe ich, oh, die Gegner sind stark. Ich gehe nochmal zu meiner Basis. Komm mir eine bessere Waffe und dann komme ich nochmal wieder. Voll schwachsinnig. Aber toll, zwar tut man nicht alles auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und für die Minutemen, natürlich, ich mache das alles für die Minutemen, ja. 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 So. Dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Mit größerer Durchschlagskraft. Mein Schwert, ich gehe mit meinem Schwert auf die Lust. Das wird vielleicht sogar funktionieren, weil ja durch alle irgendwie so gestunt werden. Also vielleicht wird das funktionieren, aber ich lasse lieber. Nehmen wir lieber den Boy. Blöde ist, ich muss mal voll nah rangehen, weil der schießt nicht gerade. Der schießt immer so ein bisschen und dann geht er einfach runter im letzten Moment. Und teilt sich in 8 Bomben auf oder so. So, bist du der Meister. Ich müsste ja vielleicht noch so schaffen, oder? Mal schauen. Boah, das Ding, scheiß Rückstoß. Wow, bin schon wieder fast gut. Weil schon, dass ich durch das Gitter sehen kann und ich bin gleich tot. Ich hätte meinen Best Friend mitnehmen sollen, aber ich habe keine Munition. Ja, ich glaube, das Ding ist noch überhaupt nicht verbessert. Jetzt hätte ich nicht so einen blöden Rückstoß. Ich kann nicht hinter dem Gitter sehen, Kollege. Oh, okay. Ich brauche so eine andere Plasma-Waffe, habe ich das Gefühl. Plasma-Waffen habe ich voll gerne benutzt im V3, die waren voll stark. Aua. Aber die waren stärker als Laserwaffen. Auf
jeden Fall. So eine MG, Dinge kann ich irgendwie nicht gebrauchen. So, MVP. Ich erledige das schnell. Ist da einer? Da. Selbstmörder, ja, du geh mal weg. Aber Creedy. Ach, du bist der Kriegsfürst, ja geil. Nix. Hallo, was bist du denn? Wo? Da. Bist du da hingekommen, ohne dass ich jetzt gemerkt habe? Was? Da, meine Güte, was? Wird nicht gut ausgehen. Ah, okay, gut. Geh du mal zu denen. Aua. Wo ist der? Au! Ja, die Waffe macht doch Schaden. Wenn ich den Kopf treffe. What? Lass mich rennen. Ich kann nicht rennen beim Nachladen. Oh nee. Jetzt eine Atombombe auf den werfen. Das wäre jetzt am geilsten. Dann schätze mal die Reichweite von dem Ding. Wenn ich auf die Granate irgendwie drauf ziehen. Hier ist ein Laden. Was zum? Los ab, was? Ich werde aber Dinge irgendwie treffen. Ich treffe den gar nicht, was? Sag mal. Oder du da stehen bleibst. Jawohl. Oh. Wow, du hast einen ganz schön Schaden gemacht, McCready. Stolz auf dich. Oh, der macht gut Schaden. Nicht gut. Wie sind meine Fernbeziehungen aus bei denen? So, ich muss auch nur dich erledigen, das ist gut. Komm. Komm, ich bin nochmal auf mich los, das ist kein Problem. Den kann ich abwehren und so. Ein legendärer Supermutanten Kriegsfürst, das wäre irgendwie krass. Was? Wo ist er? Ja. Ja. Muss er den Schrottplatz gleich erkunden. Seh dich. Treff dich aber nicht. Nun, wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Ah, wo ist er selbst, Mörder? Ich hab den irgendwie aus den Augen verloren. Und wo hier lag der doch? Okay. Wollen wir den Schrottplatz noch erkunden? Das ist bestimmt auch Zeugs. Können wir im nächsten Part die Mission abgeben. Ja, bestimmt sowieso noch welche, ne? Nein, nicht Fleisch. So.
Schrottpalast. Oh, wat? Ehrlich? Aha, ich bekomme weniger Schaden, wenn ich renne. Dich. Geil. Oh, hallo. Boah, jetzt muss ich schon wieder was mitnehmen, ehrlich. Wo ist er? Wo ist er? Was? Da, meine Güte. Oh Gott, was? In den Hintern. In den Rücken. Tschüss. MacReady. Hey, was willst du? Was ich immer will. Nichts davon ist kaputt. Ja, T60 Rüstung habe ich voll viele. Alle möglichen Lackierungen und so. Und ja. Sag mir nicht, die haben den platt gemacht oder so. Wenn ich dagegen die gekämpft habe. Okay. Was ich aber wahrscheinlich jetzt machen werde, ist den Part beenden. Meine Sachen einlagern und mich dann wieder hierhin teleportieren. Und dann können wir hier den Schrottpalast mal untersuchen. Okay, gut. Dann danke ich mich alle herzlich für Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Tschüss.